Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stimmen heute mit einem Orakel hier. DFB-Pokalfinale Kaiserslautern gegen Leverkusen. Erste Halbzeit spiele ich mit Hallo, liebe Kaiserslautern Fußballfans, und schön, zweite dass Sie Halbzeit dabei mit sind. Ich begrüße Leverkusen, Sie zum wie heutigen immer Spiel. gehabt. Ich bin Wolf Fuß und ich sitze als Mein Kollege Tipp, Frank ja, Buschmann. ich würde ja für Und Lautern Ihr tippen, Freund, aber dass ich denke, es Sie wird dabei sind. schwer. Auf dem Programm steht Ich heute sage mal. Interessante Begegnung. Ich bin sicher, Ein dass 1 bereits zu 3 für Leverkusen. Im Stadion ist jetzt schon überragend. Bin mal gespannt, was ihr tippt. Bei den Und wir starten Teams direkt ist in die Partie. Garantiert. So. Das wird hochklassig. Also ich hoffe, dass es ein geiles Finale wird. Der erste FC Aber. Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Ja. Und weiß ja nicht, wie die Leverkusener die Niederlage verkraftet haben gegen Atalanta. Edmond Tapsoba in der Abwehr. Und vorne wollen sie heute richtig offensiv spielen. So, Ecke für Leverkusen. Drei Stürmer zu Beginn. Drei. Drei. Befreiungsschlag. Ach. Da zieht er ab. Den ui, Elter, ui, ui. Da macht er sich lang, ganz sicher. Ui, ui, ui. Nochmal Ecke. Ich will ja nichts Falsches machen. Ganz sicher. Gute Aktion, Ball weiter im Spiel. So. Wenn man sich so umhört, wer heute der wichtigste Spieler sein könnte, dann fällt natürlich immer wieder dieser Name. Was erwartest du heute? Mit dem Dreierpack im letzten Spiel, da hat er seine starke Form eindrucksvoll unterstrichen. Aber das ist jetzt die Chance. Oh, verdammt. Schade. Schade, schade, schade. Die Chance jetzt so, Eckball für mich. Schauen wir mal, was sie draus machen. Ein bisschen weg vom Tor am besten. Jetzt Eckball. Oh. Ja, den hält er. Richtig gefährlich. Was war denn das für eine Ecke? War hier gar nichts. Eine richtige Scheiße hier. Ja. Tachi. Er lässt sich da nicht aufhalten. Spielt das schön. Nein. Oh. Schön dazwischen gegangen. Ach, nee, das wird ein Einwurf für ein Leverkusen. Da hat wenig gestimmt. Hä? Einwurf jetzt. Okay. Oh. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, Ache. Aber sie bleiben geduldig. Könnte die Führung werden. Gehalten, ganz stark. Shit. So, nochmal. Der Ball kommt rein. Versucht es mit dem Kopfball, aber drüber. Ach. Aber Lautern macht sich gut bis jetzt. So, hier Antrich. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Aber die Abwehr oh. ohne Probleme. Bloß mit dem Ball. Ich glaube, es hackert. Jetzt haben sie den Ball. Ja. Yeah. Oh, Lauf. Ache. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Nicht drin. Was? Ach du Scheiße. Chance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Och, Ache, Alter. Junge. So 100%ige. Ein Minu. Frimpong. Und dem hört man ja, dass er wahrscheinlich zu Bayern wechseln würde. Oder er würde gerne zu Bayern. Aber ich weiß nicht. Steht ja noch nichts fest. Ritter. Rittersport. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Jetzt die Gelegenheit. Oh Mann. Halbzeit. Wir sehen uns dann zur zweiten Halbzeit. So, und weiter geht's. Zweite Halbzeit jetzt mit Leverkusen. Ein Sieger muss ja feststehen. Aminu. Pressing kommt sofort. Pressing.
Die Presswurst kommt zu Wort. Robert Andrich. Chance zur Führung. Gehalten, aber weiter aufpassen. Oh. Gute Chance, war aber sogar noch mehr drin. Ah. Volle Lotte draufgehalten, das war nicht volle Lotte. Voll die Lotte. Was hat denn die Lotte hier zu suchen? Das ist doch Männersport. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Jonas Hoffmann. Guter ja. Pass. Jonas Hoffmann. Boah. Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Der Ball kommt gut in den Rückraum. Ui. Klasse Direktabnahme. Aber leider, muss man fast sagen, kein Tor. Eine ganz leider. Starke Szene. Ein super Pass. Sie wechseln. Frimpong. Oh, was mache ich denn? Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ritter. Rittersport. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Nicht das Tor. Ui. Da sehen wir, so ein harter Schuss ist nicht immer die beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier klingeln. Sie nehmen den Wechsel vor. Am Lauf. Hoffmann. Könnte gefährlich werden, weiter viel vorwärts dran. Da ist das 1:0. Durch Hoffmann. Lang genug hat's gedauert. Ja, die Fans waren schon ungeduldig. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich dieses Spiel noch entwickelt. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Kein schönes Tor, aber so, das könnte die Entscheidung vielleicht sein. Entscheidung. Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Macht einen guten Eindruck, dieser Spielaufbau. Tor! 2-0 durch Boniface. Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Und es sind noch 9 Minuten offiziell. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. So. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht. Schön durchgesetzt. Ein tolles Tor. Es bleiben hier noch 8 Minuten. 8 Minuten. Ritter. Huch. Schuss! Ball wird geblockt. Ja, man sieht, sie wollen es mit Pressing versuchen. Chance zum Konter. Tolle Chance! Tja, das dürfte es 3-0 gewesen sein. Noch ein Tor, sie legen noch einen drauf. Sie bleiben torhungrig. Boniface. Das war es. Da lege ich. Schade, schade. Das war's für Laudern. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Ja. Das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ja. ist aus. Also das Spiel sagt 3-0 für Leverkusen. Verloren. Das ist bitter. Ich habe 3-1 gesagt, glaube ich, für Leverkusen. Für ich bin gespannt, was Niederlage. Ihr sagt. Das müssen Sie jetzt und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal leicht. Und auf Wiedersehen.